Hey Kinder, was geht denn bei euch ab? Willkommen! Endlich geht's weiter mit dem Blumenbubble und so, ich. Ich habe heute etwas Zeit und werde jetzt ein bisschen mit der Box, mit der neuen Box spielen. Das ist viel zu hell, finde ich. Ich finde es viel zu hell. Aber es ist eh viel zu hell, weil ich aufnehmen muss. Von daher stört mich das nicht gerade. Aber wenn man im Dunkeln hockt, gemütlich und spielen will, ich finde, es ist etwas zu hell. Guckt euch das mal an. Junge! Ich glaube, da ist eine Sonne drin. Ich dachte, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie ich nicht abgehe. Spiel suchen! Ja, Standard, komm mal. Ich habe mit Wallen schon gespielt. Ich wäre so gerne gut, weißt du? DNA und sowas. Hey Leute, jetzt aber nicht rumgrölen, gell? Ich habe jetzt nämlich gerade nicht alle gemutet und so. Ich. Wenn dann die 12-Jährigen anfangen, um zu schreien, und dann die 15-Jährigen mitmachen. Der Feind hat Charlie. Ist mir gerade mal egal mit eurem Feind, ja. Oh mein Gott, Vorrat erhalten. Weil ich verreckt bin. Ich habe einen Verreckungsvorrat erhalten. Juhu. Na, noch eine Niederlage. Pfui. Ah, ich habe eine Vorratslieferung. Schau doch mal. Komm schon, drück mir die Daumen. I don't need this shit. Komm, dann nehmen wir kurz die ASM1. Speak easy. Die spiegt ziemlich easy, wisch. Aber oh, bist doch einer Garant, Mensch. Komm mal her. Ja, das passiert nämlich. Bibele, bibele, bibele. Da oben, Leute. Wir verlieren Bravo. Wir verlieren Alpha. Wir verlieren diesen Kampf. Wir verlieren irgendwie alles, Männer. Hilft doch mal mit. Nein. I'm just a play for Derber. Weg. Ja, er kommt da einfach hoch. Gott. Nein! Immer wenn ich die Drohne einsetze! Wollen regt sich auch mal tierisch auf. Das hat die übelst aufgepimpte Drohne, ne? Die alle Leute irgendwie und zwei Torten drauf und er setzt sie ein und dann wird gefistet. Das kennt doch jeder, ne? Wie so oft. Oh, und da kommt noch ein dritter. Was ist da los? Warum machen die das? Hey, Polizzi, Pucci, Pucci. Wenn man so macht, hebt man immer italienisch ab. Hat mich gerade das Haus gefickt? Alter, ich krieg gleich Krebs in den Haaren. Bitte nicht labern, Mann! Ich kann mich nicht konzentrieren, wenn irgend so ein Arsch rumlabert. Das ist Call of Duty und nicht Call of Erzähl, wisch! Willi, 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 Willi! Aufhören sofort! Okay. Oh, ich m'appelle Pipelipü. Merkt ihr, dass wie schön das ist? Ich muss doch wieder auf die ASM1 wechseln. Ich spüre die Ball gerade überhaupt nicht. Ich spüre gerade gar nichts! Ich spüre nur die Kugeln von den anderen in meiner Fresse. Du, bleib stehen! Feindliche Drohne online. Es war nicht geneift! Was? Okay, ihr Cracks. Hab ich ihn wirklich falsch geneift oder was war das jetzt gerade? Nein! Ich hab doch gleich meine scheiß Abschussdinger. Hör auf, geh bloß weg von mir! Gott. Immerhin meinen verkackten Warbird. Mann! Müsst ihr jetzt gerade alle 100 Mal zusammen den Scheiß angreifen? Wow! Ja, heute Bombardierung voll auf uns drauf. Mensch, das ist schön wackel. Oh mein Gott, der hat mich jetzt gefickt. Ich bin wahrscheinlich gestorben an Blutung vom. Was weiß ich. Das ist der Vagina. Errol, wo sind unsere 36:2 Runden von vorgestern hin? Da haben wir die DNAs noch gejagt. Aber jetzt verjag ich sie, versteh ich? Der scheiß Baum wackelt rum. Hör auf. Oh mein Gott. Fail des Jahrhunderts, Mann! Das wäre jetzt fast ein DNA geworden. Ich hab's gemerkt. Aber dadurch ist es natürlich keine geworden. Verfickte Scheiße. Hör auf, unsere Sache kaputt zu machen, du Bonger. Was war denn das gerade eben? Selbstmordattentäter oder was? Ich habe Aktivität in der Hotellobby! Ich habe Aktivität in der Hose! Verbündete Wolken über uns. Feind nimmt A. Immerhin den letzten noch in die Fresse geboxt. Ja, yeah, da guckt euch an, du dumme Blä. Schaut, wie ich sie geschlagen habe, diese Frau. Erstmal noch schön geballert und dann Moment mal. Was hat der denn für Waffen, der Knilch? Wer da steht? Da, ich bin Terminator. Krass, ey. Was ich gerade für ein ultra schlechtes Aiming und Movement habe. Alles ist schlecht. Schon wieder der Terminator. Au. Wird das ultra Aiming gesehen gerade eben? Eine Kiste. Öffnen wir sie mal. Na. Behindert.
Jeder, der kein Sentinel ist, ist ein Feind. Jeder, der ein Feind ist, ist ein Feind und somit als behindert deklariert ab jetzt. Was? Von wo? Hat mich dieser Hurenbock. Achso, von da unten. Okay. Ja gut, das läuft schon ein bisschen, ne? Gehirnchirurg und so. Muss man auch für studiert haben, ist klar. Und dann kommt so ein Kackbock mit seiner verkackten Kackwaffe und kackt mich um. Es ist lächerlich. So viel Kacke habe ich schon lange nicht mehr auf einen Haufen gesehen. Wir haben die Kontrolle verloren. Verschreck mich doch nicht, tote Bock. Immer wenn ein Laserkerl kommt, muss man innerlich eigentlich schon aufgeben. Laserkacker, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf, ich gebe nicht auf. Oh mein Gott, nun ist jetzt hier aufgeben sollen. So, jetzt bin ich mal ein AK-12-Kerl. Mit der Ball ist wahrscheinlich schon eine... Online. Ach, gefällt doch mit euren Scheißdrohnen, mir völlig geil. Assist! Früher war ich mal ein Gehirnchirurg, doch jetzt bin ich hier noch Assist. Die meisten Begegnungen, in denen ich Leute töte, da stehe ich doch fast vor denen, oder? Also, sie sehen mich, ich bin bei ihnen. Aber die meisten Tode, die ich erleide, sind einfach von irgendwo weit weg. So, wer an mich rankommt, wird gebumst. Aber wer in einem anderen Land hockt, mit einem Scharfschützengewehr, ja, das länderübergreifend praktisch funktioniert, habe ich keine Chance. Scheiße. Again. Fertig. Um Pimperstreak bin ich gerade. Gib mal Obacht. Gib mal Obacht, wie schnell der vorbei sein kann. Hilfe. Oh, bitte. Ich dachte, das kommen gerade eben zwei Leute mir entgegen. Feindliche Vorräte kommen. Von wo kam er wieder? Von wo kam er wieder? Er war jetzt nicht weit weg. Ich bin ganz unglücklich an ihm vorbeigelaufen. Was ist das für ein Scheiß hier? Komm schon, Atombombenwerfer, Atombombenwerfer, Atombombenwerfer. Flinke Hände. Was macht das? Schneller Waffen wechseln. Zu meinem Knife, das ich so dringend brauche. Also bevor ich jemanden Knife wechsle, ich aufs Knife. Hat man gesehen, wie schnell ich gerade eben gewechselt habe? Das war unglaublich schnell. Komm doch nicht einfach irgendwo hergerannt, Mann. Könnt ihr nicht einfach so wie richtige Männer spielen, wenn man hinter jemandem ist, klopft man an und sagt, hallo, können wir kurz ein Feuergefecht machen, ja? Damit es auch fair ist, okay? Gut, gut. Ich würde niemals, niemals würde ich einfach so jemanden umbringen. Außer diesem hier. Schau, wie ich rangehe, wie ich rangehe. Da, er hat mich auch gesehen, er hat mich gesehen. Es war nicht irgendwie so, dass ich irgendwie da hinten bin, da auf dem Hochhaus und schieß. Mit einer Spritzpistole. Assist. Weil dieser Game mit seinen zwei Waffen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt bei dieser wilden Folge COD After Xbox mit dem übelst hellen Licht. Ich bin der Dummbabbler. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.